Heute ist der 7. März, ein neuer Tag. Gestern haben wir ja die Tomaten umgetöpft. Heute wollen wir es mit den Paprikas versuchen. Heute ist es vom Wetter deutlich besser. Es ist Sonnenschein und auch blauer Himmel zu sehen. Aber der Wind ist leider geblieben. Aber wir machen einfach das Beste draus. Ja. Und wir wollten euch zeigen, wie wir das jetzt machen. Heute haben wir uns entschieden, das auf dem Tisch zu machen, weil hier das doch ein bisschen windgeschützter ist als an den Beeten. Ja, dafür haben wir wie immer Pflanzerde, unsere Beschriftungssticks und die Pflanzen. Dafür haben wir auch wieder größere Töpfe genommen. Die brauchen wir auch gleich. Ja. Und dann nehmen wir euch Schritt für Schritt wieder mit. Ich weiß, wir sind eigentlich beim Thema Umtöpfen, aber ich muss euch das zeigen. Es ist so schön sonnig. Und dann wollte ich euch ganz kurz zeigen, wie toll die Rosen jetzt ausschauen. Das ist so schön. Und ich genieße das Wetter. Es ist zwar frisch um die 10 Grad, aber einfach nur herrlich. Man merkt richtig, wie der Frühling kommt. Ich habe sogar ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich die abgeschnitten habe, weil viele habe ich jetzt noch mal vor 2 Tagen deutlich gekürzt, also geformt. Ich habe jetzt nicht alles weggeschnitten, weil ich es jetzt nicht übers Herz gebracht habe, weil ich die ja schon im Herbst eingeschnitten hatte. Also die manchen mehr und manche weniger. Aber manche sind auch einfach Stammrosen und manche sind Edelrosen. Ja, und deswegen habe ich die ein bisschen geformt. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, euch nochmal zeigen. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema Paprikas umtopfen wieder zurück. So. Mein Mann hat jetzt schon die Schilder überall angebracht, damit das gleich mit dem Suchen schneller geht. Jetzt füllt er die Erde rein. Die Schilderschatz sind, glaube ich, sogar was kleiner als die wir gestern hatten, ne? Ganz ja, ein bisschen. Sieht man da hinten ganz gut. Da, der da unten, das war der von gestern für die Tomaten und die für die Paprikas sind kleinen, dicken, kleiner. Vorsichtig ausdrücken. Genau. Hier ist halt wieder das Gleiche. Also es ging zu 80% raus. Aber so ein kleiner Teil ist mit drin geblieben, ist aber überhaupt nicht schlimm, weil bei der Paprika, die waren nicht komplett durchgewurzelt. Deswegen ist das jetzt weniger so schlimm wie gestern bei den Tomaten. Ja. Genau, auch die Paprika darf man auch ein Stückchen tiefer setzen. Das ist kein Problem. Aber nicht so tief wie die Tomaten, ne? Nur ein kleines Stück mit Liebe andrücken und das Schild bitte nie vergessen, damit man immer weiß, um welche Sorte es sich handelt. Genauso wieder das nächste Töpfchen. Da haben wir jetzt die Paprika Costas. Ich nehme mal kurz mal das Schild weg, damit man auch die Pflanze sieht. Also so sieht die aus. Schön grün, vital. Und die wird auch einmal umgetöpft jetzt. Hier habe ich das gleiche Spiel gemacht wie bei den Tomaten. Ich habe die Keimblätter einen Tag vorher entnommen. Und in dem Behälter, wo ich es umtöpfe, da sind auch Löcher, so Drainagenlöcher drin, damit auch Wasser, Staunässe dort sich überhaupt erst gar nicht bilden kann. Auch jetzt hier wieder wird die Paprika vorsichtig ausgedrückt. Wunderbar. Hier sieht man auch die Wurzeln. Hoppala. Die hat schöne weiße Wurzeln. Jetzt kommt die vorsichtig in den neuen Topf. Da hat sie wieder mehr Platz, um vital zu wachsen und kräftig zu werden. Wir haben dieses Jahr nicht so viele Paprikas, aber wir haben generell mehr Tomaten als Paprikas. Und Gurken haben wir sogar noch weniger, da haben wir meistens nur höchstens 3-4 Pflanzen. Und Paprikas, ich weiß nicht, sind vielleicht 16, 17
hier auf dem Tisch. Aber dabei bleibt es auch. Also das ist für uns als kleine Familie genug. Und ja, Tomaten gehen immer. Da haben wir auch ein paar mehr von. Ich würde die noch ein ganz kleines bisschen tiefer setzen. Ja. Genau. Und ganz zum Schluss wird alles auch noch mal angegossen. So, auch jetzt wieder hier bei der nächsten vorsichtig aus rausdrücken. Genau. Damit man halt nicht so viel vom Wurzelwerk kaputt macht und dann in die frische Pflanzerde hineintun. Und dabei könnt ihr, wie gesagt, den Paprikastängel. Gestern waren wir bei den Tomaten, heute sind wir bei den Paprikas. Bei den Paprikastängel dürft ihr die ruhig 1-2 cm auch tiefer setzen. Das können die gut abhaben und dann bilden die auch Wurzeln. Das ist auch das letzte Mal, dass wir die jetzt tiefer setzen, weil wenn die ausgesetzt werden, wird nur dieser Wurzelballen, der jetzt sich hier entwickeln kann, das sind so, weiß nicht, 20, 25 cm Tieferde, der wird dann komplett so in die Erde gesetzt und wird nicht mehr tiefer gesetzt bei dem Aussetzen. Das machen wir jetzt noch einmal und dann beim Aussetzen machen wir das schon nicht mehr. Damit ihr nicht beim Aussetzen so viel Zeit für das Wurzelwerk verliert, weil dafür hat man dann im Frühling ja nicht so gerne, verliert man da nicht so gerne die Zeit mit, weil wir wollen, dass sie halt dann ihre Kraft in die Fruchtbildung investiert und nicht in ihr Wurzelwerk, weil sie hat ja jetzt Zeit, noch 6-7 Wochen sich an ihre Wurzeln zu vergnügen und zu arbeiten und auch an die Blattmasse ein bisschen größer zu werden. Genau. So, hier hat mein Mann gerade die Keimblätter abgeknipst. Bei manchen haben wir es halt nicht gemacht, weil wir es halt übersehen haben. Weil bei einer großen Pflanzmasse, wenn man jetzt nur 20 Pflanzentöpfe hat, dann sieht man es wahrscheinlich besser, als wenn man 100 Pflanztöpfe hat. Dann kann man die auch beim Tag des Umtöpfens abmachen. Aber da hat man ein kleines bisschen, auch hier hat es sehr gut geklappt. Ging komplett raus, weil die Erde was trockener war. Sehr schön. Genau, zu den Keimblättern zurück. Da hat man halt, wenn man die halt am Tag des Umsetzens oder Umtöpfens macht, ist die Gefahr, wenn diese kleine Wunde noch offen ist, dass die Krankheiten kriegen ein bisschen höher, aber auch nur minimal. Aber man versucht ja, sobald die Pflanzen noch so klein sind, so wenig wie möglich an Gefahren die Pflanze auszusetzen. Und deswegen machen wir die ja immer früher ab, wenn wir es schaffen oder nicht übersehen. Genau. Hier sind noch ein paar schöne Paprikas. Und so werden wir jetzt Schritt für Schritt mit allen weitermachen. Das ist auch eine ganz schöne Paprika. Schaut mal, wie groß diese Blätter sind. Ist auch wieder eine Paprika Costas. Irgendwie sind von diesen Saatgut das meiste aufgegangen. Das meiste davon ist wirklich die Costas Paprika. Das ist eine süße rote Spitzpaprika. Davon haben wir echt am meisten. Dann habe ich hier eben gesehen, ist eine Antalya, auch eine rote Spitzpaprika. Und 3-4 Schafe habe ich auch gesehen. Das ist eine süße Paprika auch. Hier ist eine scharfe Sorte. Die sind aber viel, viel kleiner von der Blattmasse her, obwohl die gleich alt sind. Aber da sieht man halt, wie verschieden die Sorten auch einfach sind. Hier ist noch eine Paprika Costas. Die ist auch so riesig von den Blättern. Die Paprika Costas. Aber wir sind da nicht wählerisch. Wir nehmen das, was wir kriegen diesen Sommer und freuen uns schon sehr. Ja, ein bisschen Wind ist heute auch wieder mit dabei. Was hast du zu schimpfen da hinten? Ganz windstill ist es heute nicht. Da muss man halt auch gut aufpassen, dass heute nichts abbricht. Gestern sind mir 2 Tomaten leider abgebrochen. Ist jetzt bei unserem Fall nicht so schlimm, weil wir jetzt um die 20 Ersatzpflanzen hatten, aber es ärgert einem trotzdem so ein bisschen, weil man
verschenkt sie dann lieber an Nachbarn oder an Freunden, anstatt dass man die einfach so wegwirft. Schaut mal hier. Wow. Kann man das sehen? Das ist das Wurzelwerk. Richtig gut. Die freuen sich auch schon, umgetöpft zu werden. Und wie gesagt, manche haben ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger Wurzelwerk. Das ist aber nicht so schlimm. Da hat der eine halt ein kleines bisschen Vorsprung gehabt. Das können die aber alles auch aufholen und nachholen. Das ist wirklich nichts Schlimmes. Jede Pflanze hat ihr eigenes Tempo. Und wir müssen einfach versuchen, die besten Bedingungen zu geben, um schöne, gesunde Jungpflanzen zu werden. Und heute sind so ungefähr 9 Grad. Das tut den Pflanzen jetzt auch mal gut, eine halbe Stunde draußen zu stehen, ein bisschen Sonne zu tanken. Das ist halt sehr sonnig. Ein bisschen auch abgehärtet zu werden, das tut denen schon ganz gut. Und oben, wo auf dem Dach bei uns die anderen Jungpflanzen stehen, das zeige ich euch jetzt. Oben bei uns im Dachstudio stehen die anderen Jungpflanzen. Da mache ich auch einmal am Tag für eine Stunde. Die stehen direkt unter der Dachschräge. Mache ich das Fenster auf, sodass kalte Luft reinkommt. Im Zimmer sind es immer etwa so 20, 21 Grad, weil die Heizung da auf 3 ist. Aber ich mache auch, wie gesagt, einmal am Tag so jetzt ab der Phase das Fenster auf und dann können die schön eine Abhärtung vertragen. Das macht denen nichts. Kommen wir weiter zu der Paprika. Ganz vorsichtig wieder ausschütteln. Die hat zum Beispiel jetzt auch bis unten Wurzelwerk, aber nicht so stark wie die andere. Aber da sieht man auch 3-4 längere Wurzeln, die bis wirklich nach unten gingen. Die Paprika hatte ich jetzt extra gestern nicht gegossen. Die waren jetzt 2 Tage ohne Wasser. Und da lässt sich es besser entleeren. Die Becher kann ich jetzt nochmal verwenden. Die von den Tomaten gestern leider nicht. Aber die schon, die sind jetzt noch schön. Das kann man mit ein bisschen Aceton, Alkohol, Nagellackentferner einfach abmachen, den alten Edding mit dem Wattenträger und wieder verwenden. Das hat jetzt diesmal besser geklappt. Also mein Tipp, 2-3 Tage vorher nicht angießen. So wie ich das davor gemacht habe bei den Tomaten. Das habe ich jetzt bei den Paprikas nicht gemacht. Und das klappt jetzt deutlich besser, die da rauszuholen. Insgesamt muss man aber auch sagen, ist eine Paprika ein bisschen leichter umzutöpfen, weil die ist von ihrem Stiel, von dem Stängel von der Paprika deutlich stabiler und knickt nicht so schnell um wie so eine Tomate. Das hat da schon deutlich besser geklappt heute, obwohl es ja auch windig ist. Hier sieht man schon die ersten Paprikas, die umgetöpft sind. Sind auch jetzt gar nicht mehr so viele, nur noch 5 Stück zum Umtöpfen. Und gleich wird das alles schön angegossen. Und dann sind wir für heute wieder durch und dann geht es erst wieder morgen weiter. Wir teilen uns das immer schön auf. Das soll ja auch immer schön Spaß machen und nicht stundenlang dauern, sondern immer ein bisschen. Jetzt sieht man auch, wie schön die Sonne wieder auf die Pflanzen scheint. Einfach nur herrlich. So, ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Diese Paprika ist total crazy. Die hat hier in der Mitte versucht, die eine Blüte zu bilden. Oh mein Gott, hier. Verrückt, das gab es noch nie bei uns. Normalerweise so 4-5 Wochen nach der Umtöpfung kamen die ersten Blütenbildungen. Aber das ist auch wirklich die einzige. Und das Lustige ist, das ist so eine scharfe Paprika. Mega klein von den Blättern und versucht jetzt schon in dieser Mini-Höhe von, weiß ich nicht, 7-8 cm die erste Blüte zu geben. Wahnsinn. Der Rest, den habe ich mir eben mal angeschaut, der ist auch noch fleißig am Wachsen. Die haben noch keine Blüten. Ja, verrückt. Wir beobachten das einfach mal weiter. Oh, ich habe jetzt die ersten Paprikas, die umgetöpft sind, einmal angegossen mit ein bisschen Wasser. So circa 100 Milliliter haben die bekommen, so ein halbes Trinkglas Wasser. Und jetzt, nach einer halben Stunde, nachdem die draußen standen, dürfen die wieder schön nach oben ins Dachstudio,
Mein Mann töpft gerade die letzten zwei noch um, dann kriegen die auch noch ein bisschen Wasser. Und dann war es das für heute erstmal. Wir wollen uns bedanken, dass ihr zugeschaut habt und sagen bis zum nächsten Mal.